Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Thrones of Britannia. König Eirik greift jetzt hier den Herrn, wie hieß er, von dem Reich der Fasan, Fergus. Wir greifen jetzt König Fergus an. Der hat, ja, ich würde mal sagen, die albanische Krieger sehen ganz gut aus. Bogenschützen, Armbrustschützen, aber hier die ganzen Plänkeler und Kavallerieeinheiten sind 5 Stück. Wir haben zwar die Möglichkeit, der Computer sagt, es wird, sage ich mal, zu 75% Gewinn werden. Wir werden auch noch gewinnen, die Frage ist nur, wie hoch sind unsere Verluste. Darum schlage ich die Schlacht doch lieber selber. Also normalerweise bei so einer Prozentzahl, dass wir da gewinnen, würde ich einfach das machen. Ich weiß bloß nicht, ja, die Kavallerie kann schon scheiße sein. Wenn man immer von hinten rein angreift, das ist ja das Gefährliche, wenn wir mit unseren Schildleuten oder so gerade eine Kampflinie gegen Feinde haben und man schön Kavallerie hat, dann kann man schön außen rum reiten, einmal hinten rein, man kann ja dieses Dreieck machen, das ist ja effektiv gegen Kavallerie, weil man so richtig schön reinrammt, wie eine Speerspitze in so einen Bauch, zack, so richtig rein. Und dann, wenn sie kurz drinne sind, Unruhe stiften, dann halt den Schildwall kaputt gemacht haben, dann können sie auch schon quasi wieder abhauen, sich neu formieren und dann den nächsten rein. Das ist, ja, da haben die halt keine Chance. Also wir würden wahrscheinlich trotzdem gewinnen, aber mit hohen Verlusten, das will ich vermeiden. So. Ich hoffe mal, dass unser Freund nämlich mal... Reiter. Ja, die Reiter. Ja, komm, wir machen eine Falle. Wenn das so geht, wie es geht. Wo ich denke. Ich denke mal, er wird nicht frontal angreifen. Also nicht mit seiner Kavallerie. Was? Oh ne, das war doof. Dann nochmal. Mach alle weg. Zur Schlacht bereit! So. Klack. Wer bist du? Zur Schlacht bereit! Und dann versetzen wir das so ein bisschen. Speerkämpfer! Das Gefecht wartet! Ja, sag ich auch. So. Nieder mit dem Feind! Und da die bisschen ange. So, ein bisschen kleiner. Speerkämpfer! Und euch packen wir da rein. Oh, jetzt habe ich die anderen Typen schon wieder in der Hand. Fertig! Nochmal zurück. Nein, nicht fertig. So. Euch ein bisschen mehr verteilen. Und den Schlachtbefehl packe ich mal kurz hin. Da muss ich kurz niesen. Entschuldigung. Oh Mann, was ist heute los? So. Ich hoffe, dass diesmal die Kavallerie irgendwo, der Feind irgendwie einfach mal seine Kavallerie losschickt. Versucht eure Geschossinfanterie gegen die. Ja, ist schon klar. Bald werden unsere Klingen Blut schmecken. Er bewegt sich auf jeden Fall. Der Feind nähert sich. Ja, freut mich. Freut mich. Wenn er nämlich die Flanke hier nehmen sollte, dann kann ich nämlich mit den Reitern raus und dann schön von hinten auf die Kavallerieeinheiten. Der linke Flanke, rechte Flanke. Spuren wir ein bisschen vor. Ach, der kommt gar nicht weiter. Ach, Mama Mia. Greift zu unserem Vorteil zuerst an. Nieder mit dem Feind. Das soll ein Vorteil sein, zuerst angreifen. Ich komme ein bisschen entgegen. So. Wie befohlen. Spuren wir vor. Jetzt geht natürlich der Plan, den ich gedacht habe, ist dann halt in einem kleinen Hinterhältchen. Naja, lassen wir die trotzdem erstmal hinten. So, passt immer noch nicht. Gehen wir noch ein bisschen nach vorne. Immer noch nicht, Alter. Soll ich hier noch von Meckes irgendwas mitbringen? Also ein bisschen entgegenkommen kann ich mir auch schon beim Schlachten. So. Ist noch eine Runde. Von Odin auserwählt. Ja, von meinem Arsch auch ausgewählt. Mama mia. Jetzt muss es aber reichen für die Bogenschützen, oder?
Bogenschützen! Feindliches Feuer! Bogenschützen. Ja, geht ja mal näher ran da. Was haben wir da? Wieso können mich die anderen feindlichen Bogenschützen schon treffen? Haben die Armbrüste doch eine größere Reichweite? Ja. Achso, die können halt auf meine Infanterie. Schilde nach oben, Männer! Ja. Kämpfer! Wird umgesetzt! Wir stehen unter Beschuss! Schilde nach oben, Männer! Bogenschützen! Wir werden beschossen! Wir werden beschossen! Ja, erstmal den kleinen Trupp da. Damit die vielleicht gleich rennen. Das war äußerst knapp. Ich denke mal, einmal noch so eine Salve von alle drei Einheiten, dann sind sie platt. Oder dann hauen sie ab. Wir werden beschossen! Ah, komm, komm was durch. Die kämpfen ja echt weiter, Mensch. Er kippt einfach um. Oh, ich hab Feierabend. Gut. Auf die da. Können wir abhauen? Nö. Ach, die sind jetzt sogar ein bisschen nach vorne gekommen. Ja, gut erkannt. Das war äußerst knapp. Achso, die Armbrustleute schießen nicht. In den Flammen mit ihnen. Gut geschrien. Die haben sich gerade neu formiert. Wir sehen der Niederlage entgegen. Und kriegen wieder einen auf den Sack. Schön. Wir Armbrustschützen. Sobald wir die Armbrustschützen irgendwie halt eliminiert haben, werden sie wahrscheinlich angreifen. Deckung! Wir werden beschossen! Dieser rote Pfeil stört mich irgendwie. Kann man das ausstellen? Da sieht man gar nicht die Pfeile kommen, richtig. Deckung! Haben die einen Schildwall gemacht? Nee, auch nur so ein bisschen. Meine haben einen richtigen Schildwall gemacht, oder? Also ich hab's eingestellt. Mein Schwert, eure Eingeweide. Ja, sieht besser aus. So. Das hat gesessen, Männer. Na komm, kippt um. Jagt sie fort! Sieht gar nicht so schlimm aus! Na, man sieht richtig die Pfeile so von den Schilden wegfallen. Wir werden beschossen! Sieht gar nicht so schlimm aus. Die sind zu weit weg. Genau so, Jungs! Der ist außer Puste hier. Jetzt guckt den zurück. Oh, Headshot! Juhu! Der guckt auch mal zurück. Wo fliegt der Pfeil hin? Lasst sie bezahlen! Der hat eine in der Schulter stecken. Neu formieren. Obacht! Geschosse! Der ist auch kaputt. Oh, guter Beschuss. Ach, der kriegen da hinten auch welche ab. Ich kann nicht gesehen. Die haben auch, ich gehe mal hier wieder in die Reihe. So. Jetzt kurz auf Pause. Wir müssen den Bogenschützen die Möglichkeit geben, hinter die Linien zu kommen. Sonst sind sie gleich tot. So. Hier würde ich jetzt... wir machen das hier mal schräg. Und... wir machen hier auch eine Umformierung. Und go. Keine Gefangenen! Der Feind hat seine Einheit versammelt! Von Odin ausgewählt! So, ich bin gespannt, wo er seine Kavallerie reinjagt. Er rennt rum. Er rennt rum. Er rennt rum. Er rennt rum. Die Jungs hier hinten sind zu weit entfernt. Lasst sie bezahlen! Ah, jetzt hab ich gepennt. Zur Schlacht bereit! Na gut. Reiter, Salve abfeuern! So. Feindliches Feuer! Da stößt der König rein. Da gehen wir rein. Und da schicken wir
Da sind richtig durchmarschiert. Die rennt zurück. Halt. General wird angegriffen. Ja, ist mir klar. Halt. Hier auf den General. Hier auf den General. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Und ran. Aufheben. Ran. Ach, der stört mich. Hier, mach den tot. Der feindliche General ist tot. Hervorragend. Speerkämpfer! Attacke! Axtkämpfer! Die Bodenschütze! Schlachtbefehl! Befehligt uns! Nehmt sie aus! Ne, schade. Sie sollen verrecken! So ist es! Sie sollen verrecken, das sehe ich auch so. Das Gefecht wird ein Sieg! So, Bogenschützen. Feuer. Ihr beide, Feuer. Die anderen können hier die Nachdruck geben. Was ist das? Haben aufgegeben. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie hoch unsere Verluste waren. Ja, ging. Ging. Also es war doch wie vermutet, dass die Armbrustschützen nicht die Reichweite haben von den Bogenschützen. Und somit gab es ein Bogenschützen-Battle. Und als wir denen ihre Bogenschützen ausradiert haben, ja, blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Und schön zu sehen war auch, dass die Kavallerieeinheiten, die ja schon geschwächt waren, in die, ja, an den Rand gestellten Speerkämpfer reinmarschiert sind. Und die haben nur, na, 12, 15 Leute gekillt, aber naja. Ich fand die Idee doch trotzdem nett. So. Ihr Fasanen, Leute. Den General haben wir ja getötet, ne? Marschformation! Kampf getötet. Tribut. Ah, er ist echt auf feindlichen Grund. Ich hab da keinen Bock. Ach, gibt doch nur... Oh, wir haben minus Korn. Nahrungsüberschuss haben wir gar nicht. Hm. Zu viele Leute rekrutiert? Strattklut. Ich würde gerne da diesen Feind platt machen. Stratklut, ja, die sind schon mal scheiße gelaunt. Jetzt sind sie feindlich. Weil wir ein bisschen über ihre Grenzen getreten sind, wahrscheinlich, ne? Unerlaubtes Betreten gleich minus 17. Fuck off, ey. Und weil wir gegen die Fasane kämpfen. Ey, die haben uns den Krieg erklärt, ja? Die Fasane. Gut, Die sollen verrecken! Für Ruhm! Ausrauben. Zack. Ich brauch Geld. Dann wird der wahrscheinlich in den Atemzug das ausrauben. Ist mir aber Wumpe. Das waren die Rebellen. Die haben mittlerweile eine beachtliche Armee. Nicht schlecht. Und was passiert hier? Die haben das andere eingenommen, wie befürchtet. Und haben sich wieder vereint. Ja, unsere Fraktion braucht mehr Nahrung. Das ist mir schon bewusst, dass wir mehr Nahrung brauchen. Aber wir kommen hier nicht aus den Potten hier. Das ist... Ich wollte ja eigentlich mal nach Süden, ne? Aber wir sind hier mit den ganzen Keilereien und wir haben keine saubere Schlachtlinie wegen Strattklut. Und wenn wir halt Strattklut die Ländereien schon eingenommen hätten, dann wäre die Linie viel zu lang. Da bräuchten wir auf jeden Fall drei Armeen. Hm.
Also ich glaube, unser Freund wird auch nicht lange überleben, weil ich sehe ja keine Armee von ihnen auf der Karte. Ach. Oh, dann ist nächste Runde schon Winter. Ich bin mal gespannt, ob wir immer noch bei minus 8 Korn sind oder ob wir dann schon minus 15 haben oder so. Dies ist eure einzige Überlebenschance. Friedensabkommen mit den Schotten. Ja, finde ich gar nicht schlecht, weil dann kann ich mich mit, er hat wahrscheinlich, mit wem kämpft er denn noch? Mit den Okinäa und den mit denen ich eigentlich, ja, die sind auch schon fast tot. Die werden von Northumbrian aufgefuttert. Ja, machen wir. Wir haben eigentlich nicht... Weil dann können wir uns auf die Fasantypen konzentrieren oder auf Strattklut. Und dann eine saubere Linie da haben. Und uns besser aufstellen gegen Schottland. Und wir müssen die Hochzeit von Harkon noch arrangieren. Jetzt habe ich, glaube ich, letzte Runde... Nee, nee, habe ich nicht gemacht. Mehr als nur unsere Gefühle. Freundschaftserklärung. Wer, was bist du? Wo sind wir? Ja, du bist da hier auf... ja, komm, machen wir. Ich habe da keine Leute, keine Freunde. Gut, ihr habt... Machen wir, wer immer ihr wart. Wir sind Freunde. So. Ragnars Erben. Das sehrhafte Leben hat seine Vorzüge, aber im Krieg fühlt man sich wahrhaftig lebendig. Die Kriegsherren, die die Territorien von Northumbria und Ostanglien für sich beanspruchen, haben genug davon, untätig in den Hallen zu sitzen. Sie sind ausgerückt, nachdem sie auch den letzten Nutzen aus ihren Vasallen herausgepresst hatten und wollen nun in der Schlacht herausfinden, wer von den beiden ein würdiger Erbe Ragnars ist. Ach, die hauen sie beide auf den Kopf. Ja, das ist natürlich fantastisch. Also wenn das in echt auch so war, ist natürlich kein, ist natürlich klar, warum denn, ja, Alfred später gewonnen hat. Oh, fuck, wir hatten minus 8, ne? Wir sind jetzt bei minus 48. Ja, wir haben Frieden geschlossen. Ja, wir haben die Siedlung verloren. Hammer. Er hat jetzt 10, hat rekrutiert. Verlasst euch auf uns. Scheiße. Hier kriegen wir keinen Schaden, hier kriegen wir keinen Schaden. Den holen wir uns gleich Stratut wieder, schlagen ihn. Niemals! Aber der kann sich wahrscheinlich jetzt ausrüsten. Verdammt. So, die Fasanen, Leute. Ey, wir haben kein Essen. Verdammt. Ja, kommt zu mir. Wir haben nur 15 Einheiten. Er hat 20. Fuck. Ich kann nicht rekrutieren. Ja, dann lass mal schnell im Frühling kommen. Sieht jetzt noch schlechter aus als letztes Mal, als ich gesagt habe, es sieht schlecht aus. Ich dachte gerade jetzt, wo wir mit Schottland wieder ein bisschen Freunde sind. Ach, ich hoffe, der Winter hat an diesen Typen da genagt. Mein Sohnemann hat auch keine Schlacht geschlagen, glaube ich. Und wieder mal eine Wikinger-Fraktion vernichtet. Das sind ja auch die, die immer mal erscheinen. Kithil, hat eine Tochter bekommen. Kithil war, glaube ich, der Sohn, ne? Und, interessiert uns auch nicht. Interessiert uns nicht. Einfältig, ja, okay. Interessiert uns auch nicht, okay. Scheiße. Dienen bis zum Ende! Oh, kacke, ey. Niemals! Der ist nur leicht geschwächt. Oh, nee, aber es ist keine Verteidigung. Das ist alles Mist. Wir können nicht rekrutieren. Wir haben keine Nahrung. Scheiße.
Wir schwören treuen Dienst. In Odins Namen. Ah, jetzt bin ich da wieder drüber getreten. Ach, verdammte Axt. Den Allvater. Was haben wir hier? Ich mach mal Autokampf. Schön in den Hals gestochen. Komplett vernichtet. Und wir sind aber auch ganz schön dezimiert. Es war, glaube ich, jetzt Frühling. Ich glaube, das war's schon wieder für die Armee hier. Und ja, wir wollen die besetzen. Wie befohlen. Scheiße. Das realisieren wir. Na gut, das ist doch vielleicht eine Runde. Dann können wir hier wieder plündern oder brandschatzen. Oder vielleicht doch die Siedlung einnehmen. Mal gucken. Also dann geht's da hier unten. Hm. Oh, dann haben wir nicht mehr so viel Fasanstädte. Eine Hauptstadt. Fünf kleine. Dann sind sie platt. Aber hier diese Wildschweinhainis hier, die machen mir das Leben schwer. Die machen mir das Leben schwer. Die werden jetzt meinen Sohn angreifen. Jetzt sind wir bei minus 29 Korn. Nicht möglich. Also zum Winter müssen wir mehr Korn übrig lassen. Die Krieger sind bereit. Und wir werden wahrscheinlich aus dieser Stadt keine Unterstützung bekommen. Hm. Das gefällt mir nicht. Wenn euch Geld zur Besinnung bringt, geben wir es euch gern. Nein, ihr seid Fasane, ihr müsst sterben. Ihr werdet es bereuen, diese Chance nicht genutzt zu haben. Ja, dann werde ich es halt bereuen. So. Wir stellen 1287 Leute auf. Wir kämpfen gegen 1389. Und... Ne, er hat kaum Kavallerie, aber sehr viele Armbrustschützen und... Ne, das ist... Und der König ist auch zu Pferd. Der König ist auch zu Pferd. Ja, 20 Einheiten habe ich gesagt. Die beiden könnte man vielleicht hier den 25er und 51er sehr schnell wegschießen. Und dann haben wir aber kämpfen wir 15 gegen 18. Das ist, er hat auf jeden Fall mehr Männer. Er kämpft gegen unseren Prinzen. Das ist nicht gut. Wenn jetzt Eirik sterben würde, würde ich sagen, ja gut, ist der König hin, der ist alt, hat sein Leben gelebt. Aber Ketil, der hat, glaube ich, ein, zwei Kinder. Der ist noch jung, 30 Jahre alt. Hm. Wir haben auch nicht so irgendwelche Einheiten, so wie, sage ich mal, es gab hier Total War Samurai, da gab es irgendwie Einheiten, die haben Granaten geworfen oder auch bei Napoleon. Die Grenadiere. Da habe ich manchmal so tolle Fallen gebaut, dass wenn die Leute im Nahkampf sind, dann schön immer hinter der Nahkampf immer schön die Granaten schmeißen. Wenn sie, sag ich mal, vorne von den Spitzen der anderen Gewehre dann erstochen werden quasi und hinter ihnen die Granaten in die Luft gehen, dann sind sie mich immer schön in Panik gegangen. Da waren die Einheiten komplett weg. Das war toll, aber sowas haben wir hier nicht. Wir sind leider in einer verfickten anderen Zeit. Hm. Wir sind im Wald, aber ich sehe da noch keinen Vorteil drin. Hier könnte Obelix arbeiten. Verdammt, ey. Ich sehe echt noch nicht den Punkt, wo ich sagen könnte, wenn ich da bin, das wäre jetzt so der Punkt, wo ich echt
Wenn man von diesen Plänkler-Einheiten, bei den Gruftkönigen hatte ich das, dann hatte ich 4-5 Stück auf dem Haufen, hab die auf eine Flanke gepackt und hab dann halt die Flanke von den Reitern befreit und konnte dann irgendwie die Bogenschützen schnappen. Aber auch diesen Vorteil haben wir nicht. Wir haben gar keinen Vorteil. Gar keinen. So, der ist geschwächt. Packen wir mal raus. Wir machen wieder einen harten Kern mit den Axtkämpfern. Wir machen Schildwall. Oder, nee, ist Defensivmodus. Das können wir noch reich machen. Die Berserker packen wir dahinter. Nennt eure Befehle! Den König. Nee, die sind zu weit vorne. Befehligt uns! Ja. Machen wir. Jetzt habe ich wieder alle in der Hand. So raus. So. Berserker! Berserker! Speerkämpfer! Das Problem ist, hoffentlich weiß der Feind, wo wir sind. Jetzt müssen wir mal reingucken hier. Kann man das von dieser Map machen? Nee, kann man wohl nicht, oder? Aber jetzt sehe ich die anderen Einheiten nicht. Ah. Das im Wald zu planen ist doch nicht so schön. Von Odin auserwählt! Ja, das waren jetzt die Reihe, die Reihe, die Reihe. So. Speerkämpfer! Speerkämpfer! Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen weggenommen. Was haben wir hier? Befehligt uns! Hier. Bogenschützen! Und ich bin einmal Speerkämpfer. Nieder mit dem Feind! Das sind nicht die? Das Gefecht wartet! Dann habe ich die Falschen wieder auf die andere Seite getan. Bogenschützen! Oh, nee, zur Schlacht bereit! Lass mal in der Mitte. Kavallerie! Was haben wir denn hier? Nahkampf, Plänkler. Eure Kavallerie ist wendig und stark, leidet aber in längeren Auseinandersetzungen mit Infanterie. Bedrängt mit ihr den Gegner und greift über die Flanke an. Okay, ich glaube... Von Odin auserwählt! Wir machen das mir. Zieht das Tempo an! Der Feind nähert sich! Stürzt euch auf sie! Ach, der General ist ja auch beritten. Die bekommen uns nicht blind! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Schüsse abfeuern! Reiter! Nieder mit dem Feind! Da zu unserer Kavallerie hin. Wir werden nicht verlieren! Schießt auf sie! Ruhm und Beute! Kavallerie! Aber ich schießen? Ich war schießen gesagt. Was macht ihr, Jungs? Weiter! Oh, Jungs, was macht ihr? Ihr sollt doch schießen! Ihr sollt euch doch nicht damit anlegen, ihr habt da keine Rüstung dafür. Oh. Unsere Krieger fliehen aus der Schlacht. Hallo? Ihr solltet mit den Sperren draufwerfen. Super, das ist natürlich cool. 20 zu scheiße. Jetzt holt er sich mal einen Nahkampf im Film. Ach, das ist doch Rotz, ist das. Ich hatte das schon mal gehabt. Lassen Sie bezahlen!
So, jetzt haben wir das andere Problem. Jetzt ist alles hinfällig. Jetzt ist, wie man so leider sagt, Polen offen. Ich hätte sie doch näher am Waldrand positionieren sollen, damit sie auf mich zukommen. Das war ein Satz mit X. Ein gewaltiger. So. Einmal umdrehen bitte, Jungs. Die Kavallerie kann nach Hause gehen. Die hat Feierabend. Ach ja, so drehen kann ich nicht, ne? Oh, ist das wurscht. Ist das wurscht hier. Komm mal her. Klack, klack, klack. So. Mal gucken, ob wir noch rechtzeitig die Linie umbauen. Auf sie! Wir haben auf euch gewartet. Aber leider bringt das nichts. Na, ihr formiert das schon. Das ist. Was? Wie kommen die hierher? Ach, ey, Mist. Ihr hatten ja. Ich hatte eh nicht so viel gedacht mit diesen Kavallerieeinheiten. Die uns jetzt gar nichts gebracht haben. Das, oh, nicht mal eine Ablenkung. Nichts. Das werden wir. Nein, ups, was habe ich verklickt? Nicht kämpfen, um Gottes Willen. Schießen, nur schießen. Echt? Sie sehen den General? Ja, warte mal kurz auf Pause, ich verliere die Übersicht. Nee, komm, das hätte ich nicht zurückziehen sollen. Attacke. Sie verlassen das Schlachtfeld. Schade. Los, holt euch den König. Der muss fallen. Schießt auf die eigenen Männer, ist mir Wurst. Der König muss fallen. Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. Oh, oh, oh.
Nicht rausrennen, nicht rausrennen. Zurück, 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 zurück. Nicht rausrennen, nicht verfolgen. Ey, ihr könnt mich doch nur den König töten. Was machen die? Das Gefecht wartet. König, du hast Reserve. Und du? Rein. König hat zu gute Einheiten. Er reitet weg, schade. Wir haben noch hier noch Einheiten. Zur Schlacht bereit! Achso, die haben schon die Schilder. Das sind die Bogenschützen. Das Gefecht wartet. Macht sie nieder. König gegen König. Attacke. Los, Nidels. Macht sie platter. Macht sie nieder. Also wenn mein Prinz fällt, dann soll der andere König auch sterben. Der feindliche General ist tot. Das ist auch gut. Bogenschützen. Fertig. Unsere Krieger fliehen aus der Schlacht. Feuer. Ruhm und Beute. Zieht das Tempo an. Befehligt uns. Beeilt euch. Nehmt sie aus. Machen sie nieder. Wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Ja, ich weiß. Hauptkrieger, wo ist die Schlacht? Sie sind Axtkämpfer. Speerkämpfer. Also gut. Berserker. So, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht gesprochen habe die ganze Zeit. Ich bin gerade so tief drin, was ich machen soll, was ich machen kann. Ich bin die ganze Zeit am Abwägen Vor- und Nachteil. Also der Wald war doch nicht so schlecht. Wir haben viele ihn zurückgeschlagen. Wir sind gerade vielleicht bei 60%iger Gewinnchance. Das Problem ist nur, rücke ich jetzt raus mit den Einheiten oder lasse ich sie noch drinnen?
Aber er schickt sie jetzt nicht mehr rein. Er macht jetzt hier so ein Battle raus. Wieder so ein Bogenschützen-Battle. Warum schießen die eigentlich? Das verstehe ich nicht. Er hat gerade ein Schusssymbol. Feuert. Na ja, gut, komm. Wollt ihr ewig leben, ich nicht. Attacke! Nehmt sie aus! Macht sie nieder! Attacke! Die Männer schwanken! Axtkämpfer! Aber nicht zu schwanken. Ach, da hinten sind auch noch welche. Das sind Bogenschützen. Verdammt. Einer kämpft, macht die fertig. Darum schießen die nicht. Ach, ey. Was haben wir hinten noch? Los, da nach hinten. Holt sie euch von hinten. Die rennt zurück. Weiter, 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 weiter. Die Männer haben sich versammelt. Nimmt alles, nimmt die Leben. Ach, alter Schwede. Das Ding haben wir echt noch geschaukelt. Wir haben zwar die Kavallerie am Anfang verloren. Zwei Einheiten, komplett ausgelöscht. Und wir haben das Ding noch geschaukelt. Alter Schwede, knapp, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Wie viele Leute haben wir verloren? Boah, 561 Leute, also. Ich würde schon fast sagen, die Hälfte der Armee. Aber auch dieselben Verluste hat unser Feind auch. Der hat auch die Hälfte verloren. Das Schlimme ist, wir haben nicht Einheiten bei ihnen komplett ausgelöscht, ne? Das heißt, die existieren größtenteils noch. Und wir sind halt auch, ja, ganz schön mitgenommen. Ja, eine Einheit. Okay, die andere haben wir noch. Wir haben 5 bei ihnen rausgeholt. 15% Einheitenverstärkung auf jeden Fall. So. Mann, oh Mann. Ja. Mal gucken, wie wir weitermachen. Ich glaube, ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Break. Nordmänner sind vernichtet. Wer hätte es gedacht? Feinde im Kampf getötet. Tribut. Defensivtaktiken entwickelt. Knapper Sieg. Gucken wir uns doch nochmal. Ich wollte eigentlich jetzt aufhören, aber wir gucken uns das jetzt kurz an. 14 Einheiten. Die Hälfte kannst du wegschmeißen. Nicht möglich. Ich trau mich nicht. Nee, ich mache doch erstmal einen Break. Ich hoffe, es euch hat Spaß gemacht zuzusehen. Also es war echt hart. Dass der Wald so einen großen Vorteil bietet, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, die haben sich ja nicht richtig reingetraut, weil sie ja nicht richtig den Feind decken konnten wahrscheinlich. War gut, der Wald war gut. Besser als ich dachte. Den werde ich doch hier in diesem Spiel doch häufiger einsetzen. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall spannend, auch wenn ich in der Schlacht kaum was erzählt habe. Ja, bis zum nächsten Mal. Hinterlasst am besten noch ein Abo. Ich würde mich freuen. Und haut rein. Ciao.